Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben gerade bei uns gemeinsam alle gegrillt und jetzt dachten wir, wir legen Hakan rein. Ich habe schon so lange keine Pranks mehr gemacht. Ich flüste jetzt auch extra, weil Hakan draußen sitzt. So lange nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich so richtig aufgeregt bin gerade. Auf jeden Fall dachten wir uns, dass wir Hakan pranken, indem wir beide einfach anfangen zu streiten, richtig laut. Und Mama und Hakan sitzen hier draußen und wir schnurren einfach. Okay, ich muss sozusagen Mamas Eingeweih. Hakan weiß noch nicht Bescheid. Und das ist lustig. Ich hab so Angst. Ich auch. Okay. Ich weiß, ich bin mir sehr einfach. Ich sag einfach irgendwas. Ich hoffe, es war raus. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Und das ist halt so. Digga, kannst du mir nichts holen? Was für Digga, Alter, wie redest du mit mir? Pass mal auf! Junge, ich hab aus Versehen grad Digga gesagt und du drehst gleich so durch. Ja, Milet, du bist voll respektlos. Ohne Witz, du musst mal langsam aufpassen, wie du mit mir redest. Ne? Junge, ich verstehe dich gerade nicht, gell? Warum? Bloß weil du jetzt gerade so genervt bist von irgendwas, musst du das nicht auf mich schieben, gell? Ich bin nicht genervt, aber du musst aufpassen, wie du redest. Ohne Witz, ich so respektlos. Was hat sie gemacht? Ich hab nur Dinge gesagt und sie heult. Ich verstehe sie nicht. Übertreib mal nicht. Was ist. Wieso weinst du? Ja, weil mich Milet voll auf. Ich hab sie gesagt, Digga, kannst du mal kurz was holen. Und sie ist halt so genervt und dreht durch. Nicht genervt, aber sie hat den ganzen Tag schon am Handy. Und wenn man ihr was sagt, ist sie übelst respektlos, als wäre ich mein Schulkamerad. Ja, heul mal. Sorry, dass ich das gerade sag. Okay, ich kehre. Was hab's denn dir? Heul einfach. Macht die Zinkenkriege, was? Wieso heulst du? Ja, wie sie bei dir Aufmerksamkeit suchen. Hallo? Was mit mir? Was hat sie dir gesagt? Hä? Was macht sie da? Hallo? Was geht da? Anne, sag mal bitte was. Ich sag zu dir auch voll aus Versehen, Digga. Ja. Und jetzt? Was ist denn? Ja, voll respektlos finde ich das. Ich bin nicht dein Schulkamerad. Hä? Ja. Hey, übertreibt sie jetzt langsam, ja, oder was? Ich halt nicht. Was heulst du? Ja, weil mich das voll aufregt. Ich bin halt nicht so, ich weiß nicht, wenn ich sauer bin. Okay. Ja. Schau mal an, wie es deine Frau in den Arm nimmt, gell? Ich schwöre, ich komme damit gar nicht klar. Nein! Nein! Auch ist er alle. Alle ist er zurück. Was? Was? Du bist so behindert, Alter. Ich habe eh gedacht, dass da irgendwas faul ist mit der Kamera. Wie er so reingeht einfach, als hätten sie jeden Tag lang, also. Was sieht das mit dir los? Also ich musste so lachen. Ja, ich auch nur mit zu heulen. Sag mal, kannst du auf Knopfdruck heulen? Also vor dir habe ich Angst. Ich musste so sehr lachen, dass ich irgendwann so gemacht habe. Ich denke mir, der Hakan ist so. Hä? Wie tut der so rum? Ich bin extra nicht reingekommen, weil ich lachen musste, weil du geheult hast. So eine Mann auf Welt. Oh Mann, Leute, das war gerade so witzig. Ich schwöre, ich konnte nicht mehr, da habe ich einfach so richtig heulen und wir sind dann echt so richtig in die Tränen gekommen. Egal, es war echt cool. Also, ich würde mal sagen, unser Prank ist echt geglückt. Hakan war richtig schockiert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst uns beiden auf jeden Fall einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.